herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks. Heute mal mit dem Tiger, weil ich mir gedacht habe, ja, der wird in letzter Zeit sehr viel nachgefragt, wie ich den finde und wie ich die oder wie ich das ja geplant habe mit den darauf folgenden Panzern. Und deswegen habe ich gedacht, ja, packst du den Tiger einfach mal aus. Diesmal gehe ich nicht alleine eine Seite deffen, weil als 7er in einem 9er Gefecht darf ich, glaube ich, mit den 9ern mitfahren. Ansonsten, ja, mir gefällt der Tiger sehr gut. In diesen Gefechten ist es natürlich etwas hart. Andererseits haben wir ja auch nur 3 9er. Obwohl, selbst gegen 8er ist es schon manchmal nicht so nett. Und die Arti, ja, die schaut genauso böse aus wie die 9er. Naja, an sich finde ich das Matchmaking vom Tiger vollkommen okay. Ich komme da echt selten in diese Gefechte. Und mir macht das persönlich sehr viel Spaß. Also einer meiner Lieblings-7er. Ich habe natürlich auch noch nicht ganz so viele gefahren. Der T29 ist ebenfalls ein Favorit, nur der T29, den habe ich zurzeit nicht in der Garage. Daher, ja, habe ich ihn nicht. So, ich lasse mal die anderen vorfahren, weil ich einfach nichts aushalte, da kann ich nicht vorfahren. Schade. Schade, schade, schade. Das hätte ja schon ein schöner Treffer sein können. Auf einen 9er. Aber nö. Ja, wie gesagt, ich finde der 9er ist, der Tiger ist einer der besten T7er, obwohl er halt echt gar nichts aushält. Aber die Kanone ist eigentlich top und ab und zu prallt auch mal was ab. Und er macht mir halt echt Spaß, das ist echt ein cooler Panzer, der halt auch echt mal eben austeilt. Geht echt fix, dass der mal einiges in Damage austeilt. Jetzt fahren wir nach hinten. Wenn er die dicke Kanone hat, der AC, dann haut er uns mal eben fast 500 Schaden rein. Oder 390, ist genug. Macht das nie beim AC. Zeigt nie, nicht mal ansatzweise Seite. Der hat nämlich null Seitenpanzerung. Heißt, man schlägt da ordentlich gut durch. Wie ihr gerade gesehen habt. Ist, glaube ich, ähnlich wie beim Prototyp. Da kannst du auch die Seite nicht zeigen, weil die echt schlecht gepanzert ist. Also ich glaube, ich fahre mal hier runter, auch wenn ich da alleine bin. Aber der Black Prince, der lacht mich so schön an mit seinem Rest-HPs und der T-50 ebenfalls. Naja, ich bin ja auch nicht mehr der Einzige. Oh, 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 oh. Das darf man, muss man ernst nehmen. Gerade war ich da schlecht durchkommen mit meiner 200 Durchschlag. 200 Durchschlag. Vielleicht wäre es hier schon ideal, Premium mitzunehmen. So ein, zwei Schüsschen für so welche Momente. Und naja, ich muss mal hier gerade gucken, weil der Black Prince ist nicht unbedingt so einfach. Naja, vielleicht doch. Ja, der ist an sich, finde ich ihn nicht so einfach, weil er halt panzerungstechnisch sehr stark ist. Und da auch sehr viel rummucken kann. Das war jetzt mega unvorteilhaft, dass er hier gebrannt haben. Ja, da kann ich nichts machen. So, ich muss mal hier ein bisschen die Su schützen. Aber das mache ich mit Freunden. Ja, wenn ich auf den T-30 schieße, dann zurückfahre, kann die Su draufhalten und dann ist er tot. Ja, perfekt geklappt. Oder auch nicht. Schade, das habe ich jetzt nicht erwartet. Dass er sie trotzdem trifft. Boah, womit schießt er denn? Ist ja irre. Ah, es ist zu viel Damage.
Ja, eigentlich wollte ich ihn dazu führen, dass er links rausfährt, damit ich Unterstützung von Pershing bekomme. Naja, ich kann hier ruhig warten. Die 3000 Credits ist mir das jetzt nicht ganz so wert. Außerdem habe ich auch Zeit, weil wir ja sowieso gewonnen haben, könnte man so sagen. Und da weiß ich doch, der Tiger ist doch echt nice. Im 9er Battle 4 Kills, klar, das waren ja nur ein bisschen kleinere, aber oder es waren gleich Ruhe. Aber auch gut Damage. Klar, es waren wieder auch nur 7er, aber es hätte ja auch passieren können, dass ich im 9er spielen müssen. Hätte spielen müssen und das wäre unter Umständen schlechter ausgegangen. Naja, Feuer und Engine-Schaden. Typische deutsche Panzerprobleme. Ich repariere das jetzt nicht, weil ich, ja, die Creds sind mir das nicht wert und toll. Die 10 Cap-Punkte kann ich mal sonst wohin stecken. Kann ich mir jetzt auch nicht ganz so viel von kaufen. Aber ich würde sagen, überstanden die Runde. Und gar nicht so schlecht. 2-6. Drittbester fürs Tier halt. Ganz praktisch. Na, der hat etwas zu viel Seite gezeigt. Ich wusste gar nicht, dass der... Krass. Ich habe den ja nicht gefahren hier. Ich dachte, der ist viel steiler. Ich merke das jetzt gerade erst, dass es wesentlich anders aussieht. Der sieht schon im Gegensatz zum DMAC halt echt schon wie so ein Foch aus. Jo, 21.000 Credits. Hätte ich also noch meinen Rap-Kit racen können und trotzdem gut Credits bekommen können. Naja, 21.000 plus. Kann man also auch ganz nett fürs Credits fahren benutzen. Andererseits war das jetzt ein Win mit halbwegs guten Damage. Wenn ihr jetzt ein Gefecht macht mit weniger Damage und wo ihr eventuell verliert, kann das ganz natürlich anders aussehen. So, und ihr wollt ja immer wissen, wann ich mir den Tiger 2 kaufe. Ja. Nicht jetzt. ja, wann ich mir ihn kaufen werde, weiß ich nicht. Er ist, wie gesagt, auf meiner Prioritätsliste etwas weiter unten. Und ja. Deswegen. Ansonsten deutsche Panzer. Werde ich, also ich bin gespannt für die neuen TDs, die irgendwann mal kommen werden. Weil das ja auch Trommelmagazin, der letzte tollen Trommelmagazin haben. Mehr dazu und mehr zu zu der neuen Map in 8.8, zu dem T-34, zu den neuen russischen Panzern. Gibt es heute in den Infos. Den Stream soll heute um 20 Uhr kommen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich weiß es halt echt nicht. Ich kann es gerade echt nicht einschätzen. Mit den Infos, weil ich die gerne davor machen würde. Sonst ist es alles wieder so gehetzt. Naja, zu 4000 Abos habe ich mir überlegt. So als Special. Nochmal ein komplettes Garagenvideo, wo ich alle meine Panzer zeige. Plus alle Pläne, die ich noch habe. Zu kommenden Panzern und so weiter. Und ja. Das will ich halt bei 4000 Abonnenten als Special machen. Weil ich wahrscheinlich bei 4000 Abonnenten dann auch im Aufbruchsstress bin, weil ich ja am 8. in Urlaub fahre. Mehr dazu aber in den Infos. Muss mir gerade mal einen Zettel holen und mir das aufschreiben, dass ich das alles nicht vergesse. Es ist irgendwie so eine Angewohnheit, dass ich das vergesse. Guck mal, WOT 86, 52, 25. Oh, ein Test-Account oder so. Ist nicht so ein Account, der alles geschenkt bekommt. Lol. Ich hatte die Kanone irgendwie länger in Erinnerung. Sieht so etwas stummelig aus, naja. So, Urlaub. Infos. Samstag Infos.
8.8 neue. WTF, das kann keiner lesen, nicht mal ich. Es gibt nämlich eine neue, oder es wird eine neue Map geben. Dann 8.8 neue russische Mediums wird es ebenfalls geben, die ihren Turm teilweise hinten haben, was ich finde cool aussieht, aber effektiv nicht ganz so, aber das ist Meinungssache. Außerdem, was habe ich gesagt, neue deutsche TDs. Muss jetzt gerade mal eben alles abkürzen. Oha. Ja, okay, wer berechnet da auch mit so vielen Gegnern? Sollen wir mal ein bisschen Glück haben, dass die ISU da nicht wegfährt? Ich weiß jetzt nicht, warum sie jetzt nicht wegfahren sollte. Aber wir könnten die da ordentlich, also wir könnten die da rausnehmen, ja. Super. Oh mein Gott, wir haben echt einen Noob in dem Panzer erwischt. Das ist schade. Also sorry, aber können sie die nicht irgendwie auf dem Sonnasser? Das ist jetzt, wir haben einen kompletten Achter verloren. Das war, sorry, aber das war jetzt einfach unnötig, so wie er gefahren ist. So von wegen, ja, hier, könnt alle mal reinschießen. Also in die Seite so. Ist da einmal komplett lang gefahren. Mit dem Presse-Account ist meistens immer mit Press, also WOT-Press, weiß man das halt. Bei dem hätte ich jetzt gedacht, also die, oder ich kenne das so mit, wenn man zum Beispiel, wenn die Leute mal ein Video machen wollen oder sowas, nicht unbedingt eine Zeitschrift halt, sondern irgendwas Privates, ist auch falsch. Wenn ich zum Beispiel ein Special-Video machen will mit ganz vielen Panzern und die ich nicht habe, dann könnte ich eventuell auch so einen Account kriegen. Mit allen Panzern. Ist jetzt nur eine Vermutung. Ja. Aber dann wäre das, meine ich, auch ein WOT bla bla bla. Kein Presse. Sag schon, kein WOT-Press-Account. Bei dem WOT-Press-Account ist natürlich klar, die können meistens nicht spielen. Das sind Presseleute, außer die kommen von GameStar. Die können ja meistens doch spielen. Naja. Schade. Lol. Ich dachte schon, der ist auf dem Haus. Lol. Ja, anscheinend ist das doch kein Weak Spot mehr da oben. Ich sag mal, was weg ist, ist weg. So, und die ISU wird das gleiche auch noch erfahren. Ja, ich bin abgeprallt. Oh mein Gott, bei der ISU. Die hat doch keine Panzerung. Lol. Ich wusste gar nicht, dass er schwerer ist als ich. Nur, ich habe meinen Sold getan. 1700, zwar ein bisschen wenig, aber passt. Ja, ich bin bei der ISU abgeprallt. Lecker. Ja, da haben sie einen guten Rush gemacht, muss ich sagen. Und dass da unser IS-2 sofort tot war und unser M6 einfach. Ich meine, das war hier Top-Tier, der fehlte einfach ein kompletter Top-Tier. Ich glaube, also, ich würde den ganz gern mal angucken, weil, also, man kann meistens in der Statistik sehen, weil sobald die an einen neuen Besitzer gehen, haben die eigentlich null Gefechte, also so richtig gesetzt. Nur in letzter Zeit kann man diese Statistiken leider gar nicht mehr angucken, weil sie das irgendwie geschafft haben zu blockieren. Das ist natürlich fürs Team etwas blöde, wow. Er wird sicherlich getroffen. Ja, okay, da kommen sie alle. Hat da keinen Sinn mehr. Naja, noch eine Info nebenbei. Und zwar an die Leute, die sich für die August-Geschenkladenangebote für den
ja, für den Anfang, des Augusts interessiert haben, sollten jetzt zuschlagen, weil ab 5. sind die weg. Weil dann gibt es nämlich Mitte August, was mir ein bisschen stutzig gemacht hat, weil Mitte August ist vom 5. bis zum 22. glaube ich. Naja, der 5., ich sag mal nicht der Mitte des Monats, die Mitte des Monats fängt für mich nicht beim 5. an. Aber das ist natürlich irgendwie Definitionssache. Auf jeden Fall gibt es zurzeit halt noch den KV5 und so weiter im Geschenkladen, wird es dann nicht mehr geben, sondern nur noch, ich sag mal, normale Pakete, sprich Gold-Credits-Pakete. Und zurzeit gibt es ja noch den KV5 mit, für recht billig übrigens, mit dem M2 Lite noch, M3 Lite, sorry, großen M3 Lite. Und Stellplatz, zwei Stellplätze und ich glaube sogar noch Gold. Bin mir sicher, ich kann ihn immer aufrufen. So, ja. Da haben wir also ganz gut was geschafft. Leider nicht besser, sonst hätten wir hier den Bonus bekommen. Ist natürlich jetzt hier auch so eine... Es wäre instant tot. Und er kann auch noch was... Ach, warte mal. Ah, schade. Ja, das war etwas Fail von ihm. Als will er so die Schüsse auf sich lenken. Das kann er mit einer Maus machen, aber nicht mit dem Panzer. Ja, aber auch hier, ja okay, ist ein Premium-Panzer. Naja, nö, bald. Müsste ich vielleicht mal wieder öfters fahren. Aber der hat es mir in letzter Zeit ja nicht so angetan. Obwohl ich ja auch schon 700 Gefechte mit ihm ab. Nee, der war in letzter Zeit nicht so. Ich habe auch seine Crew eingewechselt hierfür. Aber ich muss meine Crew mal langsam Skill vom T57 hier. Die will ich ja wechseln, also die ganzen Crew-Skills will ich ändern. Erstmal ein bisschen optimieren, man noch mehr bashen kann. Und das ist ja die eventbedingt billiger und das will ich halt daran machen. Muss ich mal vielleicht mit dem Playrider nochmal reden. Nochmal danke an dich für die geilen Runden gestern. Anfangs ja extrem hohe Siegrate, wir haben glaube ich in 10 Gefechten einmal verloren, das war echt irre, das habe ich selten. Dann gegen Abend wurde es dann leider echt katastrophal und es lief dann echt in die roten Zahlen. Aber es hat Spaß gemacht und ich hab komischerweise echt lange für meine 50.000 XP gebraucht. Mal gucken, ob ich die... Ich glaube, heute werde ich die so... Joa, vielleicht schaffst du es, vielleicht nicht. Mal gucken, wie es läuft. Weil, wie gesagt, ich bin sowieso bald im Urlaub und... Da ist mein Premium sowieso... Läuft dabei ab und... Lohnt sich jetzt nicht, wenn ich mir jeden Tag noch einen Premium-Tag hole. Außer wenn ich mir jetzt... Nee, lohnt nicht. Deswegen, ja, 30 Kills, das würden wir schaffen. Ich meine, wie viel haben wir denn jetzt schon? 5 haben wir, glaube ich, Doppelhöhe, waren es ja 2 Kills. Nee, 6 Kills haben wir schon, also es geht recht schnell. 10 Gefechte circa. Da hat man das Ganze. Da hat man seine 300.000 Credits. Yes! Ja, soweit so gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ja, man sieht sich im nächsten Video. Heute kommt eigentlich noch World of Warplanes. Ja, ist geplant. Aber ich weiß nicht, wie ich das mit dem Stream sonst schaffe. Mal gucken, wie es wird. Soweit so gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.